Hey Cecil, ein Freund von mir hat durch die Kniebeuge einen Bandscheibenvorfall bekommen. Das finde ich schon krass. Ist die Übung wirklich so gefährlich? Ja, wenn du die Kniebeuge falsch machst, dann hast du ein echtes Problem. Aber besprechen wir nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Ich habe ja neulich schon mal ein Video gemacht zum Thema Kreuzheben. Und beim Kreuzheben und bei der Kniebeuge sind auf jeden Fall einige Elemente, die ziemlich ähnlich sind. Also man muss auf ähnliche Sachen achten. Deswegen wiederhole ich das hier auch nochmal. Was ist wichtig bei der Kniebeuge? Die Kniebeuge ist mit die beste Übung allgemein, die ihr im Kraftsport machen könnt. Also eigentlich egal, welches Ziel ihr habt, ob ihr eure Rumpfmuskulatur stärken wollt, ob ihr einen knackigen Po haben wollt. Selbst wenn ihr eine massive, muskulöse Brust haben wollt, müsst ihr die Beine trainieren. Das ist praktisch die Hälfte eures Körpers und der Oberkörper wächst natürlich mit, wenn man richtig gut die Beine trainiert. Es wird auch mehr Wachstumshormon ausgeschüttet durch ein richtig gutes Beintraining und so weiter und so fort. Also eigentlich egal, welches Ziel ihr habt, die Beine zu trainieren ist richtig wichtig. Aber diese beste Übung kann auch gleichzeitig die schlechteste von allen Übungen werden, weil man sich schon richtig gut verletzen kann. Und wenn man sich mit der Übung verletzt und die falsch ausführt, dann hat man richtig lange was davon. Und deswegen werde ich euch jetzt die Sachen sagen, die am wichtigsten sind. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der Freund von 30 Minuten über eine Kniebeuge sprechen. Ich kenne ja auch viele YouTube-Videos und manche bringen es auf den Punkt, da dauert ein Video 5 Minuten, das war's. Und manche machen da halt eine Wissenschaft draus und dann dauert das Video 30 Minuten. Und das will sich natürlich keiner angucken. Also erzähle ich euch jetzt, was die wichtigsten Punkte sind. Der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall, dass ihr den Rücken gerade halten sollt, wie ihr das hier auf dem Video seht. Ihr geht nur so weit runter, wie ihr den Rücken auch in einer geraden Position halten könnt. Wenn ihr hier nach vorne kippt, dann bringt es nichts. Geht lieber nicht so weit runter, macht lieber erstmal ein richtig gutes Mobilitätstraining, dass ihr die Dehnfähigkeit bekommt, um richtig runterzukommen. Es bringt auf jeden Fall gar nichts, weiter runter zu gehen und dadurch einen Knick in den Rücken zu bekommen. Das ist richtig gefährlich. Das ist wahrscheinlich der gefährlichste Punkt, den ihr beim Kniebeugen falsch machen könnt, weil wenn die Wirbelsäule und wenn die Wirbelkörper nicht mehr übereinander stehen, sondern ihr so einen Buckel macht und dann habt ihr natürlich noch einen axialen Druck von oben. Also ihr macht einen Buckel, dann kommt der Druck von oben. Und die Bandscheiben liegen dann nicht mehr so schön übereinander, sondern sind halt so abgeneigt, weil die Wirbelsäule schief ist. Und dann hast du den Druck von oben und der Gallertkern in der Mitte quetscht sich immer weiter nach hinten aus. Und dann irgendwann, wenn dieser Gallertkern nicht mehr gehalten werden kann, in diesem Zwiebelring, sage ich jetzt mal, dann schießt er halt nach hinten durch und dann habt ihr einen Bandscheibenvorfall. Und ihr wollt keinen Bandscheibenvorfall haben. Wenn ihr einen Bandscheibenvorfall habt, dann werdet ihr diese beste Übung lange, lange nicht machen können. Deswegen seid da auf jeden Fall vorsichtig. Als nächstes kommen wir zur Fußstellung. Und zwar, wenn ihr jetzt gerade steht, oder stellt euch mal hin, stellt euch einfach hin, stellt euch ganz normal hin. Wenn ihr ganz normal steht, dann werden wahrscheinlich eure Fußspitzen so leicht nach außen zeigen. Und das ist auch gut so und das ist auch natürlich. Und so solltet ihr auch die Kniebeugen machen. Also schulterbreit stehen, dann die Fußspitzen leicht nach außen. Weil wenn ihr zum Beispiel nach innen ein X-Bein macht, dann umwickelt ihr das Kreuzband und spannt es extrem. Das ist nicht gesund und auch nicht zu weit nach außen. Also ihr solltet keine O-Beine machen, ihr solltet keine X-Beine machen, sondern Fuß, Knie und Hüfte sollte immer in einer Linie sein. Also wenn die Füße nach da zeigen, sollten die Knie auch nach da zeigen. Hier mal ein kleinerer Punkt, den ich sehe, den mache ich hier vor, die Ellbogen. Also guckt mal, dass ihr die Ellbogen nicht nach hinten abneigt, sondern wirklich, dass ihr versucht, sie unter der Hantel zu haben. Und dann im Optimalfall hättet ihr auch noch das Handgelenk gerade. Aber ich zum Beispiel bin nicht so gelenkig, dass ich meinen Ellbogen unter die Hantel bekomme und dann gleichzeitig noch hier. Das funktioniert bei mir nicht. So, deswegen, es ist nicht schlimm, es ist eine natürliche Haltung, es ist nicht schlimm, wenn ihr das Handgelenk ein bisschen abklappt. Natürlich sollte man schon gucken, dass man nicht das ganze Gewicht und sich hier die ganzen Gelenke kaputt scheuert. Aber guckt auf jeden Fall, dass ihr die Ellbogen ein bisschen unter die Hantel bekommt. Und dann sehe ich einen Fehler ganz oft, die Leute nehmen sich die Hantel raus aus der Power Rack und dann gehen sie erstmal 20 Meter nach hinten. Wir müssen nicht 20 Meter nach hinten gehen, es reicht ein ganz kleiner Schritt. Raus, einen kleinen Schritt nach hinten, zack, und dann können wir loslegen. Wichtig ist wirklich, dass ihr mit dem Po nur so weit runter geht, bis der Rücken noch gerade ist. Macht mal ein Video von euch selbst. Ich sehe so viele Leute, die immer unten einknicken. Macht nicht diese letzten 10 cm, wenn ihr da knicken müsst. Es bringt nichts. Umso mehr Gewicht ihr oben habt, umso schlimmer. Nehmt für diese 5 cm nicht irgendwie einen kaputten Rücken in Kauf, sondern dann geht ihr halt nicht so weit runter. Dann macht ihr halt lieber ein ordentliches Dehntraining, dass ihr dann noch ein bisschen weiter runterkommt.
Achtet darauf, dass die Knie hinter den Fußspitzen bleiben, so als wenn ihr euch hinten auf den Stuhl setzt. Ich weiß, manche Trainer sagen, ach, ist völlig egal, könnt ihr mit den Knien vorne rüber. Aber die Scherbelastung ist viel höher und das wollen wir nicht unbedingt. So, meine Freunde, das war's auch schon zur Kniebeuge. Ihr könnt die Kniebeuge immer sehr gut kombinieren mit anderen Übungen. Also wenn ihr zum Beispiel den Po schon vorbelastet, dann merkt ihr den Po auf jeden Fall bei der Kniebeuge noch stärker. Also zum Beispiel eine Isolationsübung vorwegnehmen, danach die Kniebeugen. Oder ihr könnt die Kniebeugen natürlich auch am Anfang machen und danach dann eine Isolationsübung. Achtet auf jeden Fall, dass euer Rücken gerade ist und dass die Knie normal stehen, nicht ins X-Bein gehen und ins O-Bein gehen. Wenn euch das Video geholfen hat oder ihr das Video gut fand, freue ich mich natürlich über ein Like. Und Moment, einmal hier abonnieren, Snapchat, Instagram, Facebook. Folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall andere Videos. Und vergesst nicht, neben den Abonnier-Button unbedingt einmal die Glocke anzuhauen, damit ihr auch informiert werdet, wenn ich neue Videos habe. Und wenn ihr mitmachen wollt bei meiner 7 Tage kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Bis bald, euer Coach Cecil.